Und damit herzlich willkommen. Ich glaube, ich habe es langsam soweit. Was synchronisiert? Nein, das wollen wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal neu laden. Das habe ich nicht gewusst. Aber ich glaube, ich habe es jetzt soweit. Auch mit den Mods. Neue Aufgabe. Hier haben wir den Strom jetzt. Und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir quasi... haben wir schon elektrische Greifarme. Ich würde das mal eben... mal eben gucken. Es gibt ja auch schon... dass die Kohleversorgung hier runter ein bisschen automatisch geht. Ja. Diesen elektrischen Erzförderer. Und noch ein paar Platten. Das ist aber nicht das Problem, die haben wir hier oben. Dann können wir quasi schon mal die Kohle, stellen wir uns mal hierher. Hier. Können wir uns die Kohle hier schon mal rüberziehen. Hier machen wir mal weiter. Weiterläuft. Das nervt mich, wenn ihr da noch eine Mod findet, wie ich das am besten hinkriege. Dann sagt mir gerne Bescheid. Ich bin für alles offen. So, hier wird wieder erstmal weiter produziert. Jetzt haben wir die ja hergestellt. Die haben wir hier. Können wir die auch ausnehmen? Sie sind da. Jetzt ist blöde Löschen. Das jetzt. Kann ich das denn hier? Ah. So. Wir steigen um komplett auf diese Elektrizität. Muss ich hier noch? Da geht's raus. Den Weg, okay. Wichtigste vergessen. Waterbänder. Und die... nehmen wir uns auch mal hier rein. Das ist Copy. So. Ich glaube, so wird es gehen. Jetzt werden wir uns hier aber erstmal Strom rüberziehen.
Also Reichweite, achso. Reichweite. Wir haben keinen Strom. Da haben wir keinen Strom. Erzeugen nämlich gar nichts. Obwohl Dampf reingeht. Der wird hier eigentlich nicht gebaut. Im Weg. Oh, egal. Wir müssen uns um die Dampfgeschichte kümmern. Dampf braucht halt nichts. Also. Ich brauche ja auch einfach ein bisschen. Habe. So, jetzt haben die keinen Strom mehr. Stimmt eigentlich irgendwo dran, oder? Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, aber... Oh, und hier kommt die Kohle. Hier kommt die Kohle. Da kommt die Kohle. Da kommt die Kohle. Ich freue mich. Geil. Die erste Automatisierung. Ich will das gerade aus haben. Oh, mehr Förderbänder. Geil. Ist nicht viel, ihr seht, aber es wird produziert. Es wird produziert. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir Richtung wollen wir. Freunde. Es kommt halt überhaupt nichts bei rum, ne? Aber unsere Stromproduktion ist automatisiert. Schön. Das bedeutet, wir können uns jetzt unser Forschungslabor mal setzen. Was wir eigentlich machen wollten. Jetzt uns hier Kabel. Und werden mal. So. Und zwar das hier. Und starten. Geht's. Die wilde Fahrt. Die Automatisierung.
funktioniert. Jetzt können wir das Ganze. Ja, wir haben noch keine Splitter, nix, ne? Aber so funktioniert es erstmal. Ich kann jetzt hier quasi weiter aufbauen. Die Kohle, das funktioniert. Jetzt können wir uns einen Kopf machen, wie wir hier weitermachen. Kohle würde ich da quasi auch. Wir können jetzt hier elektrisch ab. Das ist ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Da freue ich mich ja total. So, nehmen wir das alles raus. Wir können ja jetzt hier quasi voll elektrisch fahren. Den tut's hier. Wenn wir uns mal ein paar bauen, dass wir hier eine kleine Eisenproduktion hinkriegen. Ne? Müssen wir nochmal gucken, dass auch die Brennöfen, die verbrauchen immer noch Brennstoff. Ja, logisch. Das bedeutet, da muss ich dann später Kohle hinkriegen, aber ich kann abbauen elektronisch. Die noch ein bisschen bauen. Da bauen wir es zusammen. Bedeutet, wir müssen uns dann zusammen fertig. Sehr gut. Dick. Schützturm. Hm, sieht alles sehr wichtig aus, ne? Der ist dann schon mit doppelt. Okay. Ich habe wahrscheinlich noch keine. Oh, was nutzt? Kammergreifer. Geil! Was haben wir hier? Montagemaschine. Was auch immer, die kann irgendwas. Geil! Dann haben wir mal noch die hier. Und jetzt werden wir hier mal gucken, dass wir uns hier eine kleine Eisen-Production hier oben aufbauen. Wir werden das alles hier hochziehen. Weil hier oben haben wir Platz. Wie denn das jetzt mit den Drohnen? Keine Ahnung, wenn das nicht, wenn das nicht geht. So. Hier. Direkt. Verbander fehlen. Wir brauchen mal Eisenplatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Oh, ich raste aus. Eieiei, Torge. Eieiei. Bedeutet. Wir müssen hier dringendst das ein bisschen anders machen. Strom irgendwie rüberziehen. Bullshit. Wieso habt ihr keinen Strom? Ein Scheiß.
Okay. Nochmal. Strom. Okay. Das klappt aber nicht. Okay. Ich muss das hier nochmal kurz ein bisschen. Okay, das funktioniert. Kann man hier noch ein bisschen Kohle. Dass der uns jetzt erstmal die Eisenblöcke wieder herstellen kann. Das bedeutet, wir müssen uns dann nämlich hier den Dingens kirschen. Dass der uns hier erstmal noch die Platten machen kann, dass wir mehr Förderbänder machen können. Das dann quasi richtig ordentlich aufbauen kann. Jetzt gar nicht, was der hier verdammt. Wie gesagt, ich will das hier oben dann aufbauen. Müssen wir auch gucken, wie man das macht. So, wir haben wieder was abgeschlossen. Wieder 10. Den Geschützturm. Was mir so gefallen würde, wäre eigentlich hier, ja, Logistik. Das braucht man. Wir brauchen wieder mehr Flächen. Kupferplatten. Die haben wir hier unten noch. Die Kupferplatten haben wir. Und Zahnräder. Ihr seht's, ne? Aber ich freue mich immer noch. Wir haben Strom automatisiert. Finde ich stark. Okay. Quasi der erste Meilenstein für mich. Und jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir Eisen ans Laufen kriegen. Wird das hier oben schon mal fortsetzen. Lass mal immer einen dazwischen Platz. Wegen dem Strom. So. Eigentlich würde ich gerne hier drüben, ne? Hier mit dem Vorderwand. Halt, falsch. Durch.
geht es natürlich weiter, logisch. Und das werden wir jetzt gleich mit dem Strom verbinden. Und wir können hier oben dann, da muss ich dann jetzt wirklich gucken, wie man es macht. Die brauchen auf der einen Seite, so, hier könnte Kohle rein. Frage ist auch, wie viel verbrauchen die, ne? Wissen wir das. Geht das hier irgendwo? Hier. Umweltverschmutzung, oder keine Ahnung. Herstellungstempo 1. Gestellte Produkte, also 1 pro Sekunde. Wie viel knallt der raus? Abbautempo 0,5 Sekunden, Abbaugebiet 5x5. Wie gesagt, wir müssen Kohle reinkriegen. Wir müssen Kohle reinbekommen. Und wir müssen sie wieder abtransportieren. Lass mich mal überlegen. Also. Hier würde ich das machen. Dann brauchen wir ein paar Greifarme. Natürlich elektrisch. Hier gibt es den langen Greifer. Ich kann nichts herstellen. Auch nicht schlecht. Hier kommt das Eisenerz. Oh, ein Platz, ne? So. Und hier muss es ja wieder raus. Wo kriege ich die Kohle rein? Die Kohle könnte ich theoretisch daneben. Mal gucken. Wir wollen rein. Und wenn ich jetzt hier so einen herstelle, sollte das doch gehen. Und dann drüben auf dem Band raus. Das jetzt von dort. Genau. Leute, wir müssen. Wir müssen die Logistik fertig kriegen. Logistik fertig kriegen. Auf jeden Fall. Dass wir die Kohle rüberkriegen. Dann funktioniert das auch. Dann kann der die Kohle hier von dem entnehmen. Ja, das soll der eigentlich. Doch, doch.
Ah. Würde ich hier einen Splitter ansetzen und hier rumgehen. Ja, dass ich hier auf das Band komme. Genau. So, machen wir das. Aber ich denke mal, das werden wir dann nächste Folge machen. Muss mich erstmal mit diesen Drohnen auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Drohnen funktioniert. Aber ja, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Das läuft jetzt hier erstmal durch, dass die Logistik kommt. Und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Müssen wir mal ein paar Bänder machen. Und vielleicht werde ich mir dann wirklich so eine Jumpstart Base bauen. Und dann alles zusammen. Oder nein. Nein. Wir werden das Spiel für uns spielen. Wie gesagt, muss mal gucken, wie wir das aufbauen. Muss man auf jeden Fall dann alles zusammenfügen. Vielleicht bin ich hier schon wieder zu weit oben. Mal auf die Map. Wie ist mit der Verschmutzung aussieht? Ich weiß gar nicht. Züge, Errungenschaften, Tipps, Tricks, Bonus. Was, wenn ich Abfall? Jetzt 10. Ja. Option. Okay. Wo sehe ich meine Verschmutzung? Das wäre noch wichtig. Oder habe ich noch keine? Weil ich hier gerade so sauber bin. So sauber arbeite. Wir werden es irgendwann erfahren, würde ich sagen. Hier machen wir erstmal weiter. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist die Logistik fertig. Ihr wisst, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. In diesem Sinne, adieu.